Mit der Vuvuzela im Kampf gegen den Lockdown. Sie sind schon erfinderisch, die Theaterleute der neuen Bühne. Und so beteiligten sie sich mit vermutlich tausenden Künstlerinnen und Künstlern deutschlandweit am Aktionstag der Theater und Orchester. Wenngleich der Lockdown Light ist am Senftenberger Theater durchaus wörtlich zu nehmen. Wir können einfach nicht spielen, wir können arbeiten, wir können produzieren, wir können unseren Lebensunterhalt damit verdienen. Also insofern leben wir eigentlich in einer relativ komfortablen Situation, wenn ich an Leute denke, die wirklich Kurzarbeit mit 60-67% haben. Aber wir sind natürlich Theaterkünstler und wir haben ja auch den Anspruch und die Sehnsucht nach der Ausübung unseres Berufes. Und die besteht eben nicht nur aus Proben, sondern vor allen Dingen auch aus Vorstellungen und auf Aufführungen. Und die vermissen wir. Wir vermissen unser Publikum. Und ein bisschen soll der ganze Aktionstag, auch unser Beitrag hier, ein bisschen auch dazu dienen, das dem Publikum zu sagen, dass wir sie vermissen, in der Hoffnung, dass das Publikum uns vielleicht auch ein bisschen vermisst. Ja, das tut es. Wir sind regelmäßige Theatergänger und das ist schon eine ganz große Lücke, die da ist. Wie wichtig sind solche Aktionen? Ich denke schon, dass man aufmerksam macht, auch auf ja, das aktuelle Geschehen. Finde ich auch und das ist auch irgendwo so Mut machen, dass man das Gefühl hat, da ist mal wieder irgendwann etwas. Also ist schon eine lange Durchstrecke jetzt hier, Kultur fehlt unheimlich. Also mal rauszukommen aus den eigenen vier Wänden, mal was anderes zu sehen, mal die Perspektive zu wechseln, also mir fehlt es unheimlich. Ganz schön traurig. Sind noch andere Dinge weg, aber das Theater ist wirklich eine große, große Lücke. Eine Lücke, die irgendwann wieder geschlossen wird. An den Theatermachern zumindest soll es nicht liegen. Na, wir haben jetzt tatsächlich in den letzten 10 Tagen 3 Premieren fertig gemacht. Und zwar alle waren ja für die Weihnachtszeit geplant. Etwas für die ganz Kleinen, die Wichtelweihnacht im Winterwald. Dann Rosa Bock für die fast ganz Kleinen. Und das klassische Märchen auf der Bühne, die Wirrwarr-Weihnacht. Die hatten wir extra für die Corona-Zeit schon konzipiert. Also es sind immer nur 2-3 Darsteller auf der Szene, weshalb die Abstände bei uns eingehalten werden können. Wir sind also sehr flexibel, weil wir im Frühjahr, als wir es geplant hatten, natürlich gehofft haben, dass wir spielen können, wenn auch unter den Hygieneauflagen. Dass es nun gar nicht kommt, naja, da geht es uns wie vielen anderen meiner Kolleginnen und Kollegen. Wir haben jetzt sehr viele Stücke einfach da, die wir noch gar nicht gespielt haben oder sehr, sehr wenig. Das heißt, der Berg an Kunststücken wächst und wächst, sodass wir im Grunde jetzt überlegen müssen, für die Spielzeit 21/22 extrem auszudünnen, weil wir erstmal die Sachen, die wir ja schon haben, zeigen möchten. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich für den Dezember hatten wir nichts geplant, außer 2 Monologstücke. Wir haben aber einige Arbeiten jetzt vorgezogen, damit wir einfach die Zeit zum Produzieren nutzen. Und im Sommer 21 gibt es dann Premieren am laufenden Band. Ja, ich hoffe ja schon auf Frühling, dass das so sein wird. Ja, ja. Ich danke.